Hallo. Aha, es geht. Ja. Guten Abend. Kamera? Da ist die Kamera. Hi. Einen schönen guten Abend. Ich muss hier noch was umstellen. Es ist mal wieder so, dass ich erst einmal mein Headset einstellen muss. Es geht nämlich immer wieder raus, weil ich das immer wieder an- und abstecke, aber muss ich es meistens, wenn ich den Stream starte, erstmal anstecken. Es kann sein, dass ich mich immer noch sehr viel räuspern muss. Ja, hi. Hi Arak. Hi Tyraval. Arni, natürlich. Wie geht's euch? Ich war krank, deswegen war ich länger nicht da, falls ihr das nicht mitbekommen habt. Also Tyraval hat es mitbekommen. Mich hat's nach dem Urlaub so eine gute Woche, ja, eine reichliche Woche ausgenockt. So mit Wochenende und also mit 2 Wochenenden. Und jetzt ist immer noch ein bisschen Schleim im Hals. Aber ich hoffe, wir kommen trotzdem durch den Stream. Was ich schon gemacht habe, sind 2 Sachen für meine Streams vorbereitend. Und zwar habe ich erstens hier in Arulco, in Jagged Alliance 2, alles soweit eingesammelt. Und dann habe ich in Skyrim auch alles soweit vorbereitet und Sachen verkauft und so, und dass es da auch weitergehen kann. Genau. Ach, gut erholt vom Urlaub. Das ist schön, wenn man erholt vom Urlaub zurückkommt. Ich meine, geistig erholt kam ich ja auch vom Urlaub zurück. Und geistig bereichert, weil viele neue Sachen gesehen. Aber ja, ich habe mir dann direkt noch irgendein französisches oder österreichisches Virus mitgebracht. Genau. Also vielleicht war es auch einfach aus der Bahn, aus der Deutschen Bahn. Kann auch sein. Ja, genau. Also, hier vielleicht noch mal ein bisschen mehr im Detail. Ich habe mit dem Laster ganz viele Sachen eingesammelt. Der Laster ist jetzt rappelvoll. Und meine Idee ist, dass ich mit den Söldnern, die jetzt nicht meine Experten sind, sondern eher nur so Supporter, wieder zurückfahre und verkaufe. Also all das, was womit ich nichts mit den Dingen, womit ich nichts anfangen kann, dass ich die alle verkaufe und daraus dann oder damit dann Waffen kaufe, vielleicht auch einen neuen Söldner. Hallo Samson, guten Abend. Auf jeden Fall brauche ich so ein Reparaturkit noch oder 2 oder 3 Koffer zum Reparieren, weil davon habe ich zu wenig. Ich habe mehrere Leute, die reparieren können, aber zu wenig Koffer, um es dann zu machen. Genau, die müsste ich auf jeden Fall noch bestellen. Genau, sowas würde ich halt von dem Erlös der Gegenstände, die ich dann verkaufe, bezahlen. Wobei hiervon kann ich fast nichts verkaufen. Das sind eigentlich nur Sachen, die ich erstmal lagern werde. Das ist vielleicht auch so eine Sache. Vielleicht sollte ich lieber erstmal Sachen transportieren, die ich dann am Ende verkaufe. Und die Sachen, die ich lagere oder woanders verkaufen muss, erstmal liegen lassen. Müsste ich vielleicht nochmal ein bisschen umorganisieren, was ich da in den Laster packe. Aber auf jeden Fall ist der Laster rappelvoll und auch Biff, Flo und Iras, ach nicht Ira, sondern Alex Inventar ist sehr voll mit so Sachen. Wobei hier passt noch was rein. Bei Alex. Genau. Wobei sie müsste den Koffer dann ja wieder da ablegen. Aber eine große Waffe könnte sie noch mitnehmen.
Ja, schön, dass ihr drei Schreiberlinge schon mal da seid. Das ist ja dann immer schön, ein bisschen interagieren kann. Auch hallo an die anderen, die nicht schreiben wollen. Ich sehe leider nicht, wie viele zuschauen, aber ist auch gar nicht so wichtig, ne? Genau. So. Okay. Ja. Samson, Tyrawal, ihr auch gesund? Alles gut bei euch? So, okay. Also, was ich jetzt als nächstes machen müsste, wäre noch zu warten, denn Chris ist noch verletzt. Der muss noch geheilt werden, genauso Grizzly. Die anderen sind anscheinend schon okay. Ja, und reparieren müsste ich halt auch jede Menge. Und vielleicht sollte ich auch schon jemanden einstellen zum Milizen produzieren. Wobei das Problem ist, dass im Prinzip diejenigen, die Milizen produzieren, diejenigen sind, die auch Ärzte sind. Ira und Fox. Und die müssen ja erstmal die beiden wieder heilen. Ich könnte natürlich Biff und Flo zum Milizen machen. Milizen trainieren. Kurz vor 3 Wochen Urlaub. Hört sich gut an, Samson. Ich bin im August auch nochmal im Urlaub. Ich hoffe, ich bin anschließend nicht wieder krank. Auf jeden Fall war das im Oster, nach dem Urlaub, Osterurlaub so und jetzt auch nach dem ersten Sommerurlaub. Aber ich habe noch einen zweiten Sommerurlaub. Genau. Gut, dann lasse ich das erstmal so und wenn die mit ihren Ärztetätigkeiten fertig sind, mache ich die zu Miliztrainern. Hier schleichen noch welche rum, Kumpel. Wäre ratsam, sie genau im Auge zu behalten. Oder wir kämpfen noch eine Runde. Ich habe ja den Titel noch nicht geändert. Grum ist groß. Und tatsächlich, hier gibt es immer was zu tun. So. Das heißt, ich werde die drei, die jetzt da einzeln stehen, auch noch flott hier runterholen. Nicht, dass die da beschossen werden. Ach, die sind ja mit Hamus im Team. Es ist irgendwas schiefgegangen. Wir machen das gleich nochmal. Wir machen diese Übung gleich nochmal. Ich meine, ich habe ja noch nichts gemacht. Eigentlich, außer erzählt. Okay, Zeit laufen lassen. Ah, Sissi, ich gut. Hier schleichen noch welche rum, Kumpel. Wäre ratsam, sie genau im Auge zu behalten. So, nochmal das Gleiche und ich hoffe, dieses Mal stürzt es nicht ab. Es gibt Ärger. Oh. Da sind schon welche. Das ist allerdings nicht so gut. Die kommen. Ist aber komisch, dass die von Osten kommen. Noch sind die nicht gesehen worden. Das heißt, ich würde. Erstmal so wegbewegen von dem und die Truppen von oben. Ah, sehr schön. Er sieht den schon mal. Schon mal in Position bringen und ach so, Trevor wurde auch direkt gesehen.
Bin bereit. Genau, okay. Chris, ja. Wo ist denn Chris? Hier. Dem sollten wir vielleicht mal gleich eine Chance geben, hier diesen Gegner zu treffen, weil der ist auch sehr nah eben an. Okay, da ist noch einer. An den dreien dran. Die späten Vögel, ja. Noch eine Woche bis zum Urlaub. Na, ist doch auch schön. Also die Urlaubszeit geht einfach los, ne? Einfach so. Also so ein bisschen sollte ich auf jeden Fall gucken, dass die... Ja. Palim. Danke dir, Thyrawal. Ja. Danke dir für den 18. Monat. Unglaublich. So lange ist es schon. Bin bereit. Und für die immerwährende Treue. Danke. Genau, also Fox... Ich glaube nicht, dass ich das unbedingt sehen musste. Musstest du nicht, nö, musstest du nicht. Genau, die schützen die Flanken erstmal, würde ich sagen. Und die anderen sende ich Richtung Osten natürlich. Da ja eben die Gegner aufgetaucht sind. Ja. Okay. Oh, schade, Thyrawal. Ich mach's wieder fürs Video. Du musst wohl morgen arbeiten. Ich muss morgen auch arbeiten. Aber ich habe heute sehr lang gearbeitet. Ha, hätte ich nur morgen nicht gleich früh einen Termin, könnte ich später anfangen. Aber ja, so viel dazu. Also gleich früh ist halt relativ, um 9:30. Ei. Der sieht die drei doch schon. Ist natürlich nicht so gut. Das heißt, wir müssen von oben definitiv dafür sorgen, dass die geschützt sind. Und mich irritiert trotzdem, dass die von Osten kommen. Weil die waren doch vorher nicht in diesem Sektor. Der war doch gar nicht besetzt. Komisch. Naja. Hilft ja nichts. Gut, also würde ich sagen, hier. Chris versucht sich mal um den da zu kümmern. Mit seinem tollen Scharfschützengewehr klappt es auch sehr gut. Genau. Um 9.30 Uhr ist mein Termin. Yep. Kurz nach 5 raus. Nee, zum Glück. Es reicht, wenn ich um 8 aufstehe. Oder wahrscheinlich reicht es morgen sogar um 9. Okay. Trevor trifft nicht. Ira sieht ihn auch, aber ich sehe leider den anderen da nicht mehr. Ich glaube, der ist aber stehen geblieben. Der ist stehen geblieben und hat einfach nur in die Runde gefeuert. Oh. Hier wird es nochmal enger, das Visier, oder? Danach kommt nichts mehr. Nee. Sehr schön. Sehr schön, Ira. Okay. Ja. Verdammte Scheiße. Ist alles gut. Wir sehen ihn. Das ist schon mal besser, als wenn wir ihn nicht sehen. So, du solltest dich aber noch hinhocken können. Und das kannst du dann nicht mehr.
Müssen wir einen recht ungezielten Schuss machen. Ja, der Kreis ist ja auch das Gebiet, wo er treffen wird, ja, also schon recht ungenau. Ja, eigentlich hat er nicht mal dort getroffen. Okay, und da sind noch mehr. Unterbrechung für Biff. Ja, toll. Will ich die überhaupt nutzen? Ich habe natürlich auch alle mit einigermaßen guten Waffen ausgestattet. Auch Biff und Alex. Schon mal gut. Und Flo. Puh. Ich glaube, ich krieg die da gar nicht runter. Ich kann die eigentlich nur nach hier schicken und da irgendwie hinter die Bäume ducken lassen. Weil ich krieg die hier nicht mehr durch. Hab ich so das Gefühl. Hier. Ja. Verdammte Scheiße. Warum hat denn Dimitri so wenig? Ach so, der ist müde. Stimmt, die sind auch alle müde. Das ist schlecht, denn so habe ich nicht viele Aktionspunkte. Und Trevor hat getrunken, deswegen hat er eine Sonnenbrille auf. Damit man seiner... Oder hat er gekifft? Damit man seine blutunterlaufenden Augen nicht sehen kann? Ups. Wollte ihn noch nicht wieder aufstehen. Ja. Hier. Chris ist fit. Wenigstens einer. Aber das ist jetzt auch zu viel fürs Gewehr. Ja, drei Leute hier. Ich schicke die jetzt. Ich schicke die jetzt da in Deckung, weil das ist mir zu gefährlich. Am Ende steht da nur noch Flo. Die anderen sind weggelaufen. Go with the flow. Okay. Sie leben noch. Schnell wegrennen. Okay, und Alex sieht zumindest noch niemanden. Das heißt, sie sind nicht in direkter Nähe. Das ist ja die Sichtlinie. So, das heißt, ich kann mit denen jetzt auch mal näher kommen. Wieder. Shit. Schön. Das gefällt mir. Ira macht sich schon richtig gut. Ja. Oh, fucking hell. So. Können leider nichts mehr machen. Mit der Waffe. Das... Könnte aber, genau, es ist nah genug dran, um mit der Pistole anzugreifen. Ja, leider hat die natürlich überhaupt keine Durchschlagskraft. Yeah.
Aber es heißt natürlich, es ist halt so. okay, das ist nicht so gut. Jetzt steht er da ungeschützt. Man sieht, sie sehen seinen Kopf. Vielleicht setze ich mal eine Minigranate ein. Kann ich nicht, weil... Oder kann ich das vielleicht doch? Nee, wegen des Zauns. Der Zaun verhindert, dass ich direkt auf sie werfen kann. Ich könnte hier hinwerfen. Das müssten die eigentlich noch abbekommen. Ich speichere einmal, weil Chris ist jetzt nicht der Granatenwerfer, aber es wäre auf jeden Fall gut, wenn die ein bisschen Aktionspunkte abgezogen bekommen und umfallen, damit sie sich nicht direkt gegen Dimitri... Das hat gut geklappt. Durch Rechtsklick könnte man die Waffen wechseln. Naja. Gut, es hat gut geklappt. Das sollte ihnen einige Aktionspunkte abgezogen haben und sie können nicht direkt auf Dimitri schießen. Sie müssen erstmal wieder aufstehen. So. Jetzt wurde auch auf Dimitri geschossen und hier sind zwei aufs Dach gekommen. Jetzt steigen mir die Gegner auch noch aufs Dach. So, zum Glück haben wir schon Hamus in Position gebracht. Da sieht der... die Trefferwahrscheinlichkeit doch schon besser aus. Nehmen wir noch lieber den Gegner, der näher dran ist. Nicht getroffen. Ira ist ja auch direkt hier. Ich brauche nicht umschalten auf unten. Okay. Leider auch nicht geklappt. Ich brauche immer noch nicht umschalten auf unten. Bereit. Wir sind hier alle oben. Aber Fox trifft jetzt. Ja. Fuck, Fox ist eigentlich immer gut Verlass. Das könnte dem genug abgezogen haben, um viele Aktionspunkte verloren zu haben. Ich würde jetzt ungern Grizzly auch noch umdrehen, weil es könnte ja sein, dass sie von anderen Richtungen auch noch kommen, aber nee, eigentlich kann ich ihn umdrehen. Denn sie kommen alle von Osten. Das heißt, sie sind irgendwie von Osten oder Südosten eingewandert und wenn jetzt noch mehr kommen, dann kommen die wahrscheinlich auch hier so das Dach hoch. Gut. Perfekt. Gut. Kann natürlich sein, dass jetzt sofort wieder welche aufs Dach kommen. Und dann können sie sich nicht verteidigen, aber eigentlich ist so ein, naja, aufs Dach klettern immer eine relativ komplexe Aktion, die viele Aktionspunkte kostet. Und da das hier alles Rothemden sind und keine, bis auf den hier, keine Elite-Gegner, yep, hoffe ich mal, ja, Grizzly ist der Killer, hoffe ich mal, dass das reicht. So, da kommt ein weiterer. Ich werde mal auf den Kopf zielen. Der war aber nicht in den Kopf getroffen, glaube ich. Ja. Den letzten kann ich mir sparen. Sehr gut. Ah, es ist wieder zu knapp. Wieder zu knapp zum Hinsetzen. Das verstehe ich jetzt nicht. Man kann ja nicht schießen. Ist
Sieht ihn nicht so wirklich, oder was? Wirklich muss er doch. Okay. Ja. Dann war's das leider auch schon. Ich ziehe sie noch weiter zurück. Ich kann aber vielleicht auch mit den beiden schon gleich aktiv werden. Abducken und hinter die Säcke auch noch ablegen. Du auch, Flo. Ja, jetzt ist zu spät. Das kann ich natürlich auch oben noch machen, dass sie die Rucksäcke ablegen. Durch diesen spontanen Angriff, oder? Ja. Habe ich daran jetzt nicht gedacht, bin die bereit. Rucksäcke abzulegen. Ja. Und ich habe die Kanalpunktaktion, glaube ich, nicht an. Gut, ich hoffe, Grizzly bleibt weiterhin sicher, aber die beiden sind ja hier ganz gut getroffen worden. Der wird Grizzly noch nicht sehen. Jetzt sieht er ihn. Es ist eine gefährliche Gegend hier. Bisschen vorgelaufen. Ja, und es ist wieder einer aufs Dach gekommen, aber wieder im Südosten. Wir haben jetzt insgesamt 4 Gegner, die wir sehen. Es bleiben noch 2, die wir nicht sehen. Ich würde sagen, es ist schon okay, da wo Flo jetzt ist. Da ist sie zwar nicht gedeckt, aber recht weit weg. So, jetzt können auch mal Biff und Alex üben. Eieieiei. Können sie damit schießen? Nee. Ist von der Reichweite gar nicht so schlecht. 17. Statt einer Pistole. Zählt aber als Gewehr von der Größe. Also das würde auch in so ein Pistolenholster passen hier, aber zählt als Gewehr. Gut. Dann, Hamus, du hast einen neuen Gegner bekommen. Wir sind oben, können oben bleiben. So, das kannst du doch regeln hier. Sehr schön. Bin bereit. Es könnte schon reichen. Ich würde es riskieren, dass ich jetzt nichts mache. Und mit Grizzly hinten abdecken. Bin bereit. Und mit Fox darauf warten, dass vielleicht noch jemand hochkommt. Der ist jetzt zweimal getroffen und kritisch. Das sollte ihn eigentlich ausnocken für die Runde. Ja. Hoffe ich zumindest. So, Trevor, kriegst nochmal eine Chance, den hier zu erledigen. Was? Mehr als 7? Hier. Okay. Also, der muss auf jeden Fall getroffen werden, denn sonst wird er sehr gefährlich. Biete ich hier einfach ein paar mehr Ziele, dann wird es schon. Sehr gut. Der ungezielte Schuss hat auch nochmal was gebracht. Jetzt sind die beiden schlecht und der hier kritisch, ja. Bin bereit.
Okay, sie wollen fliehen, aber wie vermutet, kommt noch jemand aufs Dach und Fox bekommt direkt den Gelegenheit zu schießen. Fantastisch. Bin bereit. Und da kommt noch jemand. So, den darf jetzt aber Han Mus haben. Ich hoffe, er schafft's auch. Der schafft's. Adios, Rotten Man. Das sind doch alle, ne? Wir haben jetzt hier noch drei, da noch einen. Ja, alle vier. Bin bereit. Das heißt... Yep. Bin bereit. Ja, den werde ich jetzt hier mit Fox machen. Ah, der ist gut gepanzert. Da bringen ihre Pistolen nicht so viel. Kopf getroffen, Kopf getroffen. Ja. Der ist immer noch nur verwundet. Jetzt ist er ohnmächtig, denn er hat so viele Treffer abbekommen. So, ich kann... Man muss mich schon mal in Position bringen. Und Ira soll versuchen, hier zu unterstützen. Falls sie das noch hinbekommt. Vielleicht können wir noch auf den da schießen mit der Pistole. Ja, es ist zu weit, aber versuch's und es hat auch geklappt. Leider ist er jetzt hingefallen und dadurch nicht mehr zu sehen. Ja. Bei Ira aber nur. Da sind beide zu weit entfernt. Versuch es jetzt zu Ende zu bringen hier. Hier. Ja. Der noch fehlende, der müsste noch näher dran sein. Denke ich mal. Die drei sehen leider nichts. Zu weit weg. Wir haben jetzt auch keine Sonnenbrillen mehr oder so. Womit sie ein bisschen mehr Sichtweite hätten. Da ist er. Der ist aber ohnmächtig. Ja, wir sind jetzt mal ganz verwegen mit Flo. Und sie versucht einfach mal ins Dunkle zu schießen. Hätte ja klappen können. So, der wird jetzt wahrscheinlich gleich aufstehen und versuchen, weiter wegzurennen. Oh, es fehlt ja noch einer. Ach so, der. Ja, der ist auch ohnmächtig. Die sind beide ohnmächtig. Der ist hingefallen. Jetzt wieder aufgestanden. Ja. Aber ich werde es mal Leuten überlassen, die noch üben müssen. Und nicht Leuten, die dann immer teurer werden. Schade, hätte ich vielleicht die Pistole nehmen sollen. Hier. Ja. Das war knapp. Das war getroffen. War leider immer noch nicht ausreichend. Er schießt auf den, trifft fast den. Alex ihn immer noch nicht sieht. Wahrscheinlich wegen der Büsche hier. Gut, dürfen Sie noch weiter üben? Yeah. Bei dem Ohnmächtigen, den hier... Das riskiere ich lieber nicht.
dass er sich umdreht und dann... Super. Ich tue, was ich kann. Erfahrungsstufe 7 für Chris. Das macht nichts, weil der kostet uns ja nichts mehr. Das ist ja... Quasi bin ich das ja. So. Amus kann das jetzt ganz gemütlich erledigen. Ich glaube, der braucht jetzt... Kann jetzt auch ruhig warten noch. So. Adios, Rotten Man. Adios, Rotten Man. Dann können die drei da oben nochmal üben. Alex sieht ihn jetzt auch. Nicht so doll. Super. Ich nix wollen, das passiere mich. Hey, hey, alle weg. Aber sie haben sich immerhin redlich bemüht. Ja, die waren zum Glück nicht so stark. Wären das jetzt Elite-Gegner gewesen, dann wären die hier, glaube ich, ganz schön... Naja, hätte das ganz schön böse enden können für unsere drei Supporter. So, Rucksäcke wieder auf. Und dann gleich mal gucken, was noch gedroppt wurde. Liegt ja da wieder was. Sind da wieder bei 116. Ein neuer AK, aber eine AK-47. Die ist viel leichter als die AKM. Aber... Ich glaube, die AK-47 ist besser, aber man sieht es nicht so direkt. Genauigkeit ist gleich, Schaden ist gleich, Reichweite ist bei der AK... Ja, ist auch gleich. Und die AP sind höher. Und ansonsten ist die... Die 47 halt viel leichter als die AKM. Es kann aber auch sein, dass es daran liegt, dass die von Ira die Modifikation dran hat. Ich glaube nämlich, die AK von Ira hat die Modifikation dran. Bolzen und Feder, genau. Das macht die deutlich besser. Okay. Also wir haben noch eine AK-47, aber eigentlich sind wir ganz gut ausgestattet jetzt. Die könnten wir höchstens Flo, Biff oder Alex geben. Aber auch die sind ja inzwischen gar nicht mal so schlecht ausgestattet. Hat halt auch weniger AP. Colt M4A1. Alex hat auch irgendwas Gutes. Der Ritter. Ist alles okay. Die ist nur ganz schön teuer, was die AP angeht. Aber gut. Das ist ein interessantes Magazin. Schade, dass ich die Waffe dazu nicht habe. Diese PB, panzerbrechenden Patronen von Wolf Made in Russia, durchschlagen dank ihrer Metallmantelung nicht nur Wände und Schutzwesten, sondern auch mehrere menschliche Körper hintereinander. Uiuiui. Ui, ui. Das könnte die Waffe dafür sein, ne? Nee, das ist ja finnisches Sturmgewehr. Mal 45. Jo, auch okay. Sehr geringe AP für ein Sturmgewehr. Mit nur 7. Das wäre definitiv ein Kandidat, den die noch jemandem zu geben. Ansonsten haben wir hier auch einen schönen Twaron-Helm. Da gibt es doch bestimmt noch einige, die
nur Kevlar haben. Zum Beispiel die Alex. Hat die denn noch ein Nachtsichtgerät? Das sollte sie doch abgeben. Das habe ich wohl vergessen. Das Nachtsichtgerät bekommt... Dimitri dann. Okay, dann haben wir einen Mündungsfeuerdämpfer. Gucken wir mal. Haben bestimmt noch eine Pistole ohne. Oder das Gewehr. Natürlich das Hauptteam sein. Grizzly schießt sicherlich auch ab und zu mal mit Pistole. Dann kriegt sie an der Pistole noch einen Mündungsfeuerdämpfer. Für die Nacht. So. Und dann gucke ich mal, wer noch diese Velmet bekommen kann. Feldanzug. Bei der Weste bin ich mir nicht sicher, ob die gut ist. Westen sind immer schwierig anzuprobieren. Ich sehe das hier. Moment. Zwei große Taschen und ich glaube, die ist ziemlich gut. Besser als die von Grizzly, würde ich sagen. Ach, Grizzly hat so eine spezielle Granatweste. Wobei hier sind auch zwei Granatenplätze. Dann mal gucken. Weiß nicht, ob die kombinierbar ist mit der Gürteltasche hier, weil die ist nicht gut. Die haben natürlich viele. Aber wahrscheinlich ist es nicht kombinierbar. Ich probiere das mal aus. Gut, jetzt probiere ich es gerade bei Flo aus. Ach so, bei Flo geht es natürlich... Ja, ich habe nichts gesagt. Die ist nicht kombinierbar, wenn sie noch so eine Tragetasche zusätzlich, so einen Beutel haben. Da muss ich mal gucken, wer hat denn, also unter dem Hauptteam. Chris hat so einen Beutel, Trevor hat keinen. Die haben alle so einen Beutel. Ich probiere das jetzt bei Ira. Die hat auch so einen Beutel. Eine Kampftasche. Ich glaube, man kann das nicht zusammen mit der Kampftasche tragen. Doch. Das ist gut. Aber Ira ist eh schon so voll bepackt. Haben wir da jemand anderen für? Der eigentlich nur Chris ginge. Ja, ist doch gut. Jetzt hat er mehr frei, würde ich sagen. Hat er mehr Plätze frei. Gut. Auch noch was Gutes. Ansonsten Schlechteres als eine Gürteltasche habe ich eigentlich nicht. Nee. Gürteltasche ist schon das Schlechteste, was ich habe. Und die Polizeiweste ist halt auch nicht gut, weil die nur diese
Sind das Granatplätzchen? Hier Granaten rumzulegen? Vielleicht ist es für... Am Ende mache ich doch immer Inventarmanagement. Aber ich muss noch ein Viertel von Grum auch besuchen. Das sind Granatplätze. Ja, da kriegt man relativ viele Granaten unter. Das hat natürlich auch einen gewissen Vorteil. Und da... Da Grizzly unser Grenadier ist, wäre das vielleicht was für Grizzly. Mit der Polizeiweste. Vielleicht ist es doch sinnvoll bei ihm. Also nur bei ihm. Also wirklich Grenadier im Sinne... Naja, Grenadier ist ja falsch. Mörserexperte. Mörserschütze. Mörsergranatenschütze. So muss man das wahrscheinlich nennen. Also diese normalen Granaten sind eigentlich bei ihm fast fehl am Platz. Ja, die Vakuumgranaten und die kann ich alle bei ihm unterbringen. Dann aber nur einer davon. Ah, ist, glaube ich, nicht so schlecht, die Polizeiweste für ihn. Und den Rest, naja, ist die Frage, ob ich die überhaupt so mitnehme. Oder ob ich nicht lieber mehr in die Taschen packe. Von einer anderen Sorte. Wobei ich im Rucksack halt nicht drankomme, dann, wenn der Rucksack abgelegt ist. Achso, hier normale Handgranaten habe ich da auch noch. Davon kann ich sehr viele in den Rucksack packen. Und seiner... So, und diese Weste ist ja jetzt auch ziemlich gut. Das heißt, irgendjemand, der... so eine Gürteltasche hat. Ah, nee, die hat keine großen Taschen. Das ist dann der Nachteil davon. Große Taschen. Braucht man eigentlich fast immer. Fuchs ist schon recht voll. Und seine ist halt noch besser, ja. Da hat er noch mehr Granatplätze. Dann ist es, glaube ich, eher für den Support, um da nochmal eine Gürteltasche auszutauschen. Sie trägt jetzt eh Plunder mit sich, den sie nicht wirklich braucht. Also auch Plunder, diese beiden Sachen hier. Aber dann kann sie noch mehr Plunder tragen. Ach, das Werkzeug habe ich nicht wieder aufgehoben. Das ist von ihr und von Trevor. Auch wichtig, das wieder zu verteilen.
Ja, jetzt kann sie da schon noch mehr aufheben. Und ich wollte gucken, ob ich vielleicht die Wälme tausche. 66 Genauigkeit, die hat 65. 30 Schaden. 30 Schaden. 35 Reichweite. Ja, aber der wesentliche Unterschied ist eben 16 AP versus 7 AP. Das ist schon richtig gut. Das heißt, du kriegst die Velmet. Genau so. Und du kannst auch noch Granaten tragen. Vielleicht so kleine. Und nochmal Plunder. Plunder. Kann die auch noch Nebelgranaten reinpacken. Ach, sowas habe ich auch. Kann sie auch noch mitnehmen. Genau, das kriegt sie, das soll sie halt alles tragen, um das dann zu verkaufen, ne? Das ist ja die Idee. So. Also die Munition, die nicht von ihr ist, die soll dann am Ende gekauft werden. Okay. So, Feldanzug ist auch nicht schlecht. Haben wir noch. Ist halt ein. Aber ich glaube, der lag vorher schon da rum, weil alle irgendwie was Besseres haben. Pablo hat nichts Besseres, aber Pablo ist auch weit weg. Sollte ich den Feldanzug vielleicht. Pablo hat auch noch einen Koffer, oder? Ach so, ich kann Pablo nicht ansteuern, weil Pablo ja gar nicht hier ist. Pablo hat auch einen Koffer, ja. Okay. Ja, aber dann stecke ich in den Laster mal noch den Feldanzug rein. Den kann dann Pablo bekommen. Ich noch ein paar Kevlar-Westen hier. Ja, okay. So. Grizzly hat aber auch. Ach so, der hat ja seinen integrierten Granatwerfer. Wobei, der kann damit nicht diese Granaten verschießen. Das heißt, der muss eigentlich den Granatwerfer mitnehmen. Das geht ja nur mit diesen kleinen. Schade. Vielleicht eine Sache noch, Tyrerwall. Ich gehe mal mit Chris. Vielen Dank, Tyrerwall, für die traditionellen Bits. Falls du noch kurz Zeit hast, ich gehe mal mit Chris aufklären da drüben. Weil ich habe mir noch gar nicht den Sektor angeguckt, nachdem ich ihn erobert habe. Ist ja jetzt schon fast okay. War das noch 2 Minuten? Ja, ich speichere jetzt. Hüpf mal da eben rüber. Bin gut angekommen. Nee, falscher Sektor. Hier habe ich mir noch gar nicht den Ort angeguckt, aber ich bin mir auch nicht sicher, ob hier. Ich glaube, hier sind überhaupt keine named, keine Personen mit Namen.
Von daher. Und ich habe mir den Ort anscheinend auch doch schon angeguckt. Ich war ja schon in jedem Gebäude. Ist ja schon alles offen. Türen und so. Wo war ich hier noch nicht? Ich dachte, ich wäre irgendwo noch nicht gewesen. Doch. Was die Erkundung angeht, meine ich. Das ist ja der Ort, wo auch ein paar Händler sind. Ja. Nee, dann habe ich doch schon alles aufgeklärt. Von daher kann ich jetzt nichts Neues mehr zeigen. Genau, ich werde jetzt weitermachen, dass die geheilt sind, dass die reparieren, dass sie Milizen herstellen. Und dann würde ich mal gucken, ob ich vielleicht diesen Weg hier freiräume, denn sonst komme ich mit dem Laster nicht hier rüber, denn Laster können nur auf der Straße fahren und die einzige Straße ist das hier. Oder ob ich mich direkt auf den Weg nach Estony mache. Wo geht's da lang? Tatsächlich nicht über die Straße, aber ich könnte halt über die Straße laufen. Dann hätte ich schon mal die Hälfte des Weges erledigt. Oder doch durch die Berge. Ja. Naja, irgendwie sowas werde ich jetzt machen, Thyreval. Aber das dauert dann noch ein bisschen. Das heißt, werde jetzt mit niemandem mehr reden oder so von den Charakteren hier. Ach, was ganz Wichtiges habe ich ja noch vergessen, aber Thyreval weiß es ja. Wahrscheinlich, voraussichtlich am Freitag kommt Jagged Alliance 3 raus. Also ein großer Tag, dass ein Nachfolger von diesem Spiel hier. Du würdest die Straßen machen? Mache ich, Thyreval. Ist wahrscheinlich sinnvoller, weil der Laster kann halt dann mit und dann sind wir schon fast da. Also zumindest den halben Weg sind wir dann schon da. Fehlen noch 3 unerkundete Sektoren. Genau, aber erstmal muss Grum aufgerüstet werden. Da muss erstmal Verteidigung für geschaffen werden. So wie hier diese ganzen blauen Männchen und ordentlich repariert werden. Genau. Gut. Na dann, Thyreval, danke dir fürs Zuschauen. Schlaf gut. Und vielleicht streame ich die Woche nochmal. Ich habe ja den Vorteil gerade, dass meine Tochter nicht da ist. Das heißt, ich muss sie abends nicht ins Bett bringen. Vielleicht schaffe ich es dann Donnerstag oder Freitag nochmal. Am Wochenende kommt sie, glaube ich, wieder. Muss auch noch mit Oma und Opa klären. Okay. Ja, gerne, Thyreval. Ich glaube, ich werde noch ein bisschen machen. 2 Stunden. Mache ich wahrscheinlich noch. Es sei denn, meine Stimme ist irgendwann. Aber es ist okay bisher. Okay. Ja. Gut, dann bist du noch mal kurz Patient, Chris. Und Grizzly auch. Und Fox. Nein, wir machen keine Operation. Und Ira sind unsere Mediziner. Der gute Trevor kann hier besonders gut reparieren. Im Betrieb, in der Munitionsfabrik. Und auch Alex kann das. Wahrscheinlich muss man über 80 haben, um da reparieren zu können. Denn Grizzly, ist das Grizzly? Grizzly kann auch einigermaßen reparieren, aber Dimitri ist noch besser im Reparieren. Der kann aber in der Munitionsfabrik das nicht machen. Wahrscheinlich ist er da noch zu, mit 71 zu klein. Das nochmal? Ach so. Scouten. Das habe ich noch nie richtig verstanden, ehrlich gesagt. Okay. Das heißt, Grizzly repariert ohne die
dieses Gebäude, wo das dann noch besser geht. Nicht Grizzly, Dimitri repariert ohne das. Ciao, Thyrawal, danke dir. Und der Rest. Theoretisch können Biff und Flo schon mal anfangen, Milizen zu trainieren. Am Ende sollen sie das ja machen. Das ist jetzt zwar teuer, weil sie nicht gut da drin sind oder noch nicht gut da drin sind. Aber am Ende sollen sie das eh machen. Dafür habe ich sie ja geholt und zum Transportieren natürlich. Und ich habe, glaube ich, an manchen Orten auch schon mit ihnen Milizen nachtrainiert. Aber die sind halt sehr langsam. Die trainieren halt nur wenige Milizen. Und was machst du? Fähigkeiten hat er erstmal alle. Weisheit kann man leider nicht trainieren. Das wäre gut. Da hat er noch ein bisschen Nachholbedarf, aber das geht leider nicht. Kraft. Mach mal ein bisschen Kraft. Dann kann er mehr tragen. Der ist bestimmt auch schon überlastet, sage ich ja. Okay, gut. Dann haben alle eine Aufgabe. Sind auch alle... Die drei sind immer noch da irgendwo im Nirgendwo und nicht auf dem Dach, aber ich hoffe, es kommen nicht gleich wieder welche. So, speichern nochmal. Mal im richtigen Slot. Und jetzt mal wirklich Zeit vergehen lassen, bis die geheilt sind erstmal. So. Ich bin soweit. Sind auch schon geheilt. Ich mache Fortschritte. Fix und fertig. Okay. Erledigt. So, sie sind geheilt. Könnte eine mobile Miliz trainieren für die Umgebung. Mache ich mal, weil ich so viel Geld habe gerade. Und Grizzly und Chris. Ja, Grizzly könnte, wie gesagt, auch eigentlich reparieren, aber ich werde mal gucken, ob es in den anderen Orten noch Gebäude gibt, wo man da irgendwas Sinnvolles machen kann. Eigentlich kann ich in die Mine nicht gehen. Verstanden. Ich speichere mal, dann kann ich nochmal neu laden, wenn es da nichts gibt. Bin gut angekommen. Weil ich hier... Gibt es hier auch, aber es gibt auch die Mine. Sprengstoff kann ich da üben. Aber nur wenn man schon einigermaßen gut ist oder noch sehr schlecht. Nee, wenn man schon einigermaßen gut ist, so wie es ausschaut. Nicht genug Sprengstoffkenntnis. Genau, aber das ist zu gefährlich, weil hier können ja die Gegner auch direkt reinlaufen. Deswegen macht es eigentlich Sinn, in einem der hinteren Sektoren, diese beiden hier, wenn dann... Ich bin da, wo ich sein soll. ...die beiden zu beschäftigen. Hier gibt es keinen Betrieb. Ja. Bin gut angekommen. Da auch nicht. Ja. Ich bin da, wo ich sein soll. Da auch nicht. Kann ich nochmal neu laden. Den letzten Speicherpunkt. Genau bevor ich sie losgeschickt habe. Ist ja nur verschwendete Zeit gewesen. Gut, dann würde ich sagen, ihr übt. Ihr übt... Du
Geschicklichkeit könnte er mehr haben. Und Chris kann auch weiter an seiner Führungsqualität feilen. Oder... Nee. So. Und ich schicke alle mal ins Bett, damit sie, falls jetzt wieder ein Angriff kommt demnächst, dann ausgeruhter sind. Okay, erledigt. Was jetzt? Derweil hat Pablo alles repariert in Grum. Ach, nicht in Grum, sondern in San Mona. Ich werde mal mit Pablo gucken, ob der nee, die Zeit vergehen lassen. Tony, ja. Ob der Tony was Interessantes verkauft? Zeig mir, woran du Interesse hast. Ja, der hat jetzt schon immer bessere Waffen, vor allem Colt. Anscheinend. Aber die sind schlechter als... Oh, ein Colt-Granatwerfer. Der für 40 mm Granatwerfer. Perfekte Ergänzung zu ihrem Sturmgewehr. Die Ausführung M100, aber das ist sie ja nicht. M203A1 kann am M4-Karabiner angebracht werden. Das ist ja was anderes. Aber trotzdem könnte das ein ganz guter Granatwerfer sein im Vergleich zu dem, den Grizzly hat. Das ist Leuchtspurmunition. Jede Menge von dieser Sorte. Vielleicht sollte ich von den Granaten ein paar kaufen, weil ich ja den integrierten Granatwerfer in dieser einen Waffe habe, wo diese Granaten dazu passen. Ausziehbare Kolben. Und Zielfernrohre. Auf Handfeuerwaffen kann das montiert werden. Jagdgewehr AR-10, M16 habe ich, glaube ich, oder? 14. Na, ich würde mal jetzt die zwei nehmen, auch mal die beschädigten ausziehbaren Kolben. Boah, ist teuer. Ein nur. Ich weiß nicht, ob ich den wirklich einsetzen kann. Und die Granaten. Die Mörsergranaten. Die speziellen. Mit dem Ding würde ich mal gucken. Das hat 0 Genauigkeit. Echt? Haben die 0 Genauigkeit? 52 AP und 35 Reichweite.
Lass mal sehen, was wir hier haben. Das hat einigen Wert. Sehr gut. So, muss ich mal vergleichen. Mit dem, was Grizzly hat. Auch Nullgenauigkeit 35, 55 AP. 2,7 Kilogramm, 55 AP. 35 hatte das andere auch. 55 AP, 2,7 Kilo. Schon wieder vergessen. Ich bin so schlecht mit Zahlen, das glaubt ihr gar nicht. Zeig mir, woran du Interesse hast. 2,9 Kilogramm hat ein bisschen weniger AP. Das andere hatte 55. Das hat 52, aber... Ja, das macht's jetzt auch nicht viel besser, würde ich sagen. Dafür würde ich das Ding jetzt nicht kaufen, denke ich. Ja, lieber mal, nächstes Mal warten, was es noch so gibt. Okay. Das heißt, er kann erstmal die Geräte wieder reparieren, die er gerade gekauft hat. Pablo. Weiter geht's. Ich glaube, um 10 kriegt er neue Ware. Ich schicke die mal wieder ins Bett, falls die nochmal gehen. Damit die auch alle ungefähr gleich wach sind mit der Zeit. Hab mich verbessert, bin stolz auf mich. Ich lerne schnell. Mhm. Ira lernt wirklich schnell. Wenn eine das sagen kann, dann ist es Ira. So, jetzt sind sie ungefähr gleich alle. Ich bin soweit. So. Nee, wir trainieren keine weitere mobile Miliz. Ich will jetzt erstmal sehen, da im Norden sind die jetzt, okay? Auch in so einem Sektor, wo ich vielleicht mal hingehen könnte. Mit Leuten, die nur üben. Um den Sektor zu erkunden. Dann machen wir das. Machen wir ein Team aus Leuten, die bisher nur üben und die sonst nichts zu tun haben. Und die drei gehen jetzt hier mal diese beiden Sektoren erkunden. Auf jeden Fall. Und dann sehen wir weiter. Ich hier. Ich nichts wissen, was tun. So, ich habe eine E-Mail bekommen. Neues Personal. Ist mir eine große Freude, die Expansion von MERC bekannt zu geben. Wir haben vor kurzem einige Top-Leute der Branche für uns verpflichten können. Besuchen Sie unsere Webseite und profitieren Sie von den erstaunlichen Angeboten, die es heutzutage in unserem Geschäft gibt. Joa. Schauen wir mal, wer dazugekommen ist. Es ist immer wieder ein Vergnügen, Sie zu sehen. Ich habe gerade einen Blick in unsere Bücher geworfen und es scheint, dass wir angesichts der momentanen Finanzlage neue Söldner rekrutieren können. Das stimmt mich sehr hoffnungsfroh. Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass wir nicht zuletzt aufgrund der aktiven Unterstützung von MERC in der Lage sind, uns die Dienste neuer Söldner zu sichern. Sie dürfen sich gerne Ihre Akten ansehen. Wenn man jetzt wartet, dann spammt er einen noch mehr zu. Habe ich, glaube ich, schon mal... Nebenbei bemerkt, ich habe mal mit Carp Melfield zusammengearbeitet. Er hat unser Gepäck für uns getragen. Nun ja, das ist vielleicht nicht so ganz fair. Er hat auch Wasser für uns geholt. Genau, der Wasserträger. Ja, Carp Melfield kann man hier... Ich bin mir nicht sicher, ob ich das schon mal gezeigt habe. Aber es gibt bei hier bei AIM eine Galerie der Veteranen,
Und ich bin mir nicht sicher, ob der nicht dabei ist. Hier ist auf jeden Fall Biff dabei. Der war nämlich früher mal bei AIM. Habe ich den schon mal vorgelesen? Biff Abscott. Biff Abscott war wirklich einzigartig unter den Söldnern. Wir werden seine jugendliche Begeisterung sehr vermissen, ebenso wie seine Art, jeden an seinem Mut glauben zu lassen. Obgleich es unglaublich klingt, hat man uns darüber informiert, dass er seine eigene Söldnerorganisation ins Leben gerufen hat, in dem etwas bemitleidenswerten Bestreben mit ARM zu konkurrieren, mit AIM, ist konkurrieren. Es ist sicherlich unnötig zu erwähnen, wie bestürzt wir sind. Aber es gibt hier einen Carp. Ist auch Speck. Ich habe das schon mal vorgelesen. Da kommt auf jeden Fall der Text. Hier ist Carp. Carp konnte sich zwar in keinem Spezialgebiet verbessern, ist aber dennoch fest mit AIM verbunden, sodass wir ihm einen Schreibtischjob angeboten haben. Ab sofort ist Howard Mayfield für Gesundheitssicherheit, Pensionsansprüche und Zahnarztunterlagen unserer Mitglieder zuständig. Er hat außerdem unentgeltlich den Vorsitz des Komitees zur Planung der betrieblichen Weihnachtsfeier übernommen. Eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe. Und wen sehen wir hier noch? Hamus, habe ich den schon mal vorgelesen? Ich weiß es nicht. Ich habe auf jeden Fall schon mal Speck vorgelesen. Hamus sammelte erste Erfahrungen auf dem Schlachtfeld in Metavira. Das ist Teil 1. Sein Auftraggeber Jack Rickards hat ihn uns wärmstens empfohlen, sodass wir ihm ein Praktikum bei AIM gegeben haben, das kürzlich zu Ende ging. Leider hat der arme Hamus nie genügend Geld für ein Minivan sparen können, den er sich so sehnlich gewünscht hat. Also hat er kurzerhand in einem Vorort von Paris eingestohlen. Zuletzt wurde er auf dem Weg nach Istanbul gesichtet. Genau, und angekommen ist er mit seinem Minivan in Arulco und da habe ich ihn getroffen, wie überraschend, und seitdem ist er zusammen mit seinem Ice Cream Truck fester Bestandteil unseres Söldnerteams. So, haben wir noch irgendjemanden, den wir schon kennen? Hier ist Spam übrigens dabei. Samson. Meintest du Spam? Alan Spam Webster. Alan Websters Dienst bei ARM war kurz und schmerzhaft. Seine Zeit auf friedenssichernden Missionen der UN hatte offenbar seine Aggression gehemmt und gefährdete umgekehrt die Truppe. Nach dem Zwischenfall in Maupin, bei dem Johnny Snake Edwards ums Leben kam, konnte die AIM seine Unfähigkeit, bewaffnete Männer ernst zu nehmen, nicht länger ignorieren. Spam kam vors Kriegsgericht und wurde im März diesen Jahres entlassen. Vors interne Kriegsgericht von AIM kam der wahrscheinlich. Snake wurde hier auch erwähnt. Vielleicht ist ja Snake auch hier dabei. Da ist Snake. Johnny Snake Edwards. Man nennt ihn auch den alten Mr. Zuverlässig. Er kam überall hinein und wieder heraus. Und keiner hat etwas gemerkt. Jeder steht auf seinem Grabstein in... Leider steht auf seinem Grabstein in Maupin nichts weiter als Kriegsopfer. Snake wurde das Opfer unnötiger Diplomatie, weswegen Alan Spam Webster vors Kriegsgericht kam, während er nämlich mit einem der Indianer, die sie umzingelt hatten, friedlich verhandeln wollte, bekam Snake eine Kugel direkt zwischen die Augen verpasst. Okay. Ja, genau. Können wir nochmal Speck nachholen, wobei ich mir recht sicher bin, dass ich den schon mal vorgelesen habe, aber es ist lange her. Der Lifestyle eines Söldners passte nie so recht zu Speck, aber er
aber weil er reparieren konnte, was sonst irreparabel galt, war er eines unserer gefragtesten Mitglieder. Deswegen sind wir auch so überrascht, dass er sich entschlossen hat, mit unserer Organisation zu konkurrieren. AIM wünscht ihm dabei alles Gute. Das wird er brauchen. Genau, okay. Needle, Gary, Sam, Boss, Smoke, Jimmy, Doc, Wink, Beth, Bud, Larry. Mal schauen. Ears, Moses, Screw, Rusty, Bernie, Ruben, Pops, Kelly, Tex. Mitch, It, Winnie, Bob, Leon, Dino, Spam. Und die hatte ich, glaube ich, schon mal alle überflogen. Nee, die anderen kennen wir alle noch nicht. Jetzt haben wir mal schnell Spam und Snake kennengelernt. Wir schauen mal, wer das neue Personal ist bei MERC. Er war schon Baba Larry. Deswegen habe ich gerade vielleicht gesagt, Larry ist das neue Personal. So, Larry Roachburn. Es ist nicht zu leugnen, dass Larry in der Vergangenheit Suchtprobleme gehabt hat und dass die Dämonen trotz mehrerer Entzugsversuche noch da sind. Er hat eben 6 Monate in einer exklusiven und vornehmen Klinik verbracht und sich dort einer Intensivkur unterzogen. Nach durchstandenem Programm hat er sich für geheilt und fit für den Dienst erklärt. In der Klinik hat Larry seine Freizeit dem Studium der Pharmakologie gewidmet und dadurch seine medizinischen Kenntnisse erweitert. Das ist sein Portfolio bei MERC und wir können ihn auch bei AIM als Veteranen finden. War der auf Seite 2? War der auf Seite 1? Hier ist Larry. Larry Roachburn. Nach 8 Aufenthalten in Entziehungskliniken ohne bleibenden Erfolg blieb AIM keine andere Wahl, als Larry Roachburns Mitgliedschaft bei der Organisation zu kündigen. Wie wir erfahren haben, hat der Tod von Larrys Vater ihn veranlasst, noch einen Versuch zu unternehmen, um sich von den Teufeln seiner Sucht zu befreien und seinen Körper von den jahrzehntelangen Vergiftung zu reinigen. Die Organisation wünscht ihm für die Zukunft alles Gute und viel Glück. Ja, Larry ist ein ziemliches Opfer. Aber es gibt, das ist auch sehr, sehr lustig, man kann Larry in 2 Varianten bekommen und wir haben Glück gehabt. Gut, gut. Ich muss Ihnen unsere Dankbarkeit ausdrücken. Ihre Nun, ja. Ich habe... Wir bezahlen mal. Ich danke Ihnen. Die beiden sind ja sehr günstig mit ihren Tagessätzen von 250 und 155. Larry ist da schon teurer. Er ist, glaube ich, jetzt der teuerste hier. Genau, Baba ist billiger. Larry ist da schon teurer. Aber Larry ist gar nicht so schlecht in dieser Variante. Denn er hat eine recht hohe Weisheit und ist gut in Geschick, Beweglichkeit, er ist recht kräftig, gut bei Sprengstoffen, Medizin und Treffsicherheit. Also eigentlich müsste man ihn nehmen, wenn man Glück hat. Denn man kann auch den abgestürzten Larry bekommen, dann sieht er ein bisschen anders aus. Hier sieht er sehr ordentlich aus. Wenn er nicht in der Entzugsklinik Erfolg hatte, dann sieht er ein bisschen runtergekommener aus und hat extrem schlechte Werte und ist, glaube ich, immer noch genauso teuer. Genau, aber so ist er ziemlich gut. Ich weiß noch nicht, ob der kompatibel ist mit den anderen.
Ich könnte es halt mal mit ihm versuchen. Ich behalte ihn mir auf jeden Fall mal im Hinterkopf, den Larry, ihn vielleicht anzustellen. Weil mit Weisheit von 70 lernt er dann halt auch recht schnell dazu. Und an wen ich halt auch, also wen ich halt auch immer gerne einstelle, ist Gumpy, weil er einfach mal eine mega krasse Weisheit hat. Auch wenn er sonst nicht besonders gut ist, lernt er aber extrem gut auch. Er ist halt ein echt guter Support noch, der Gumpy. Und sehr günstig, sogar noch günstiger als Flo. Dabei aber besser als Flo. Fast in jeder Beziehung besser als Flo. Führungsqualität ist höher bei Flo, aber weil sie das jetzt schon gelernt hat bei mir. Und Erfahrung natürlich auch, weil sie das auch gelernt hat bei mir. Ansonsten Technik hat sie 2 Punkte mehr. Und sonst Medizin 5 Punkte mehr. Also Gumpy ist eigentlich voll besser. Baba ist, naja, Baba ist nicht besonders. Bei Baba bin ich mir nicht sicher, ob er nicht vielleicht auch in der Liste ist. Baba ist insofern interessant, da Baba bei der Demo-Version drin war von Jagged Alliance 2. Baba hat mich auf jeden Fall mit angefixt. Weil ich mir nach der Demo-Version einfach die Vollversion kaufen musste. Die gab es mal auf so einer Spiele-CD, die Demo-Version. Nee. So richtig komme ich mit diesem PC nicht klar. Ich guck nochmal, ob Baba dabei ist. Nee. Okay. Wir hatten überlegt, was zu bestellen. Ich weiß nicht, ob ich das kann. Also ich kann auf jeden Fall, was jetzt relativ problemlos geht, wäre... Werkzeug zu kaufen. 2x Werkzeug. Mal unter dem gebrauchten Zeug gucken, ob da irgendwas Spannendes dabei ist. Weil das ist halt immer günstig und kann man dann halt reparieren. Da ist die M4A1. Fehlt. Die ist ja auch geil. Mit so wenig AP. Auch sehr nice. Auch wirklich richtig gut.
Schönes Sturmgewehr. Mit wenig AP. Das ist halt noch besser, aber hat dann halt viel mehr AP. Ja, da sind schon ein paar coole Dinger dabei. Aber eigentlich brauchen wir nicht wirklich Gewehre, ne? Gewehre sind wir eigentlich ganz gut ausgestattet. Das ist nicht das, was uns fehlt. Sei denn, da ist irgendwas dabei, was... Ups. Wo ich sage, hey, das muss ich ausprobieren. Steyr. Die ist halt auch super. Wenig AP. Aber die kriege ich definitiv später auch noch. Ja, ansonsten könnte ich schon noch diesen Rucksack nehmen. Würde ich sagen. Und Kampftaschen. Das ist die Weste und die Kampftasche. Das ist beides in Kombination. Ich weiß aber nicht, Blackhawk, ich habe zu wenig Kampftaschen. Und zu wenig Pistolenholster. MP-Holster wäre sicherlich auch nicht verkehrt. Oder so ein Pistolenholster. Da gibt es noch mehr Kampftaschen. Das ist die normale Kampftasche. Ich nehme das einfach mal. Noch dazu. Das ist alles recht günstig. Deswegen nehme ich das, weil es gebraucht ist und beschädigt. Das nehme ich jetzt mal. So. Dann habe ich eine ganze Reihe Taschen. Den Aruk-Rucksack hatte ich auch. Genau, hatte ich noch. Ist noch einen anderen Rucksack hier. Ich glaube nicht, hier kommt dann die Kleidung. Da halt noch mehr Nachtsichtgeräte nehmen. Aber es ist noch nicht so dringend. Den ganzen Rest kriege ich bestimmt auch mit der Zeit. Und dann kann ich, wenn ich neue Söldner bestelle und dann so viel übrig habe, kann ich auch ohne Ausrüstung bestellen. Und dann spare ich auch einiges an Geld, weil die bringen ja voll reparierte Ausrüstung mit und das ist schon ganz schön teuer. Also zumindest bei AIM kann ich ohne Ausrüstung bestellen. MIRC bietet das, glaube ich, nicht an. So, Trageausrüstung brauche ich jetzt nicht mehr gucken. Was hatte ich noch gesagt? Irgendwas hatte ich noch gesagt. Taschen und Koffer und Söldner. Reparaturkoffer und Söldner halt. Noch was? Und nicht teuer, was ich bisher bestellt habe. Ist relativ umfangreich, meine Bestellung. Aber noch gar nicht so teuer. Ich könnte noch mal in Sonstiges gucken, ob da irgendwelche Teile drin sind. Sowas wie Alustangen oder sowas, aber ich glaube, sowas gibt es nicht. Nee, das gibt's hier nicht. Ja, Sonnenbrillen und sowas kriege ich ja auch alles noch. Wobei, gebrauchte Sonnenbrille.
nicht günstig. Nicht gerade günstig, die gebrauchte Sonnenbrille. So, jetzt bin ich eh bei Gebrauch drin. Rüstung, Munition, Feuerwaffen, Sonstiges. Dieses Sonstige kann ich nochmal aufmachen. Das ist alles neu und frisch, aber ich glaube nicht, dass hier... Alu-Stangen oder sowas. Laserpointer und sowas, das ist alles nice. Kann man vielleicht später dann noch bestellen. So, Drossen. Standard-Service reicht. Kostet fast 1000. Okay. Bestellen wir. Los geht's. Oh. Die Übersicht war mir so noch gar nicht bewusst, dass ich da noch mal einsehen kann, was ich bestellt hatte. Aber doch, ich kenne die Ansicht. Okay. Gut. Ja, jetzt könnte ich natürlich auch direkt Larry und Gumpy da hinschicken. Dann können die das direkt mitnehmen aus Drossen. Ist, glaube ich, nicht so verkehrt, die Idee. Ja, ein bisschen Zeit habe ich noch. Ich kann noch 2 Tage warten, bevor ich das mache. Oder mehr. Gut, wir erkunden erstmal F2 Coastline. Es regnet. Und unsere mobile Miliz ist schon vor Ort. Hat schon alles erkundet. Gut gemacht. Warum sind jetzt Ira und Fox noch dabei? Das wollte ich aber nicht. Ist gut. Da komme ich gar nicht hin. Okay. Gut, dann habe ich das schon... Oh, und den Sektor habe ich vergessen. Das ist ärgerlich. Später irgendwann mal mitnehmen. Aber ansonsten komme ich zu den anderen hier gar nicht hin. Da komme ich hin, aber da muss ich voll den Umweg laufen. Aber ich kann schon mal da hier einen Blick reinwerfen in den Sektor, würde ich sagen. Okay, ein bisschen erkunden. Okay, erledigt. Was jetzt? Ja, du kannst jetzt wieder gucken, weil es ist 11 Uhr. Ich denke, Toni sollte sein Angebot erneuert haben. Und wir gucken mal wieder in die Bar, weil wir das nicht so oft machen. Zeig mir, woran du Interesse hast. Ja, jetzt ist hier der Granatwerfer weiter vorne. Hat weniger mal Angebot. Anscheinend waren ein paar andere da und haben die ganzen Colt weggekauft. Ich war es nicht. Vielleicht nächstes Mal. Oh. Ich hoffe, es funktioniert noch. Speichern mal. Zur Not können wir gleich neu starten, aber ich glaube, es geht besser, seitdem ich auf dem anderen Monitor spiele.
Du wirst ja hier noch zum Stamm. Genau. Zum Stammkunden werde ich hier noch. So. Niemand da? Nicht mal der Barkeeper? Doch. Ja, sonst ist ja echt leer gefegt. Okay. Ausprobieren, ob man das da irgendwo anmontieren kann, aber kann man nicht. Ich bring mal die Sachen da noch rüber, weil die soll der auch nicht tragen. Der soll ja ein leeres Inventar haben. Okay. So, jetzt hat er nichts mehr zu tun, braucht nicht mehr reparieren. Kann er eigentlich weiter an Treffsicherheit arbeiten? Oder mal einen Punkt Medizin, damit er sich selbst heilen kann. Das ist, glaube ich, nicht verkehrt, dass er mal einen Punkt Medizin lernt, damit er sich selbst heilen kann, falls es notwendig ist. Ah, da kommen Gegner. Nicht viele, aber es könnte eine Elite-Truppe sein. Und wieder ein Job erledigt. Und da kommt noch eine Gruppe. Hab die Stellung eingenommen, bin verfügbar. Wie immer. So, ihr beiden macht da mal Training der Miliz. Im anderen Sektor. Und in Grum schicke ich jetzt die mal lieber aufs Dach. Das heißt in Grum, die sind alle in Grum. Schicke ich die lieber aufs Dach, dass sie zusammen kämpfen können, falls die Gegner jetzt hier angreifen. Ja, musst du kurz den Rucksack ablegen. Mal kurz den Bug ausnutzen. Nee, Quatsch. So. Und dann können sie ihre Rucksäcke wieder aufsetzen. Zack. Gut, nachladen wäre, glaube ich, auch nicht schlecht mal. Und dann könnt ihr weitermachen. Sorry. Nee.
So, dann schicke ich sie auch nochmal ins Bett. Falls die jetzt kommen und die drei hier schicke ich erstmal. Oh, die sind schon da unten. Drei gegen das kriegen die schon hin, oder? Chris, Grizzly und Hamus. Ich vertraue denen. Genau, die sollen da mal, ne? Sollen da mal kämpfen gegen die anderen. Jetzt geht's aber flott da. Kommt aber ganz schön was an Gegnern. Feind ausgemacht. Bereit halten. So, können wir den Sektor aufklären? Ah, der hat schöne Steine, wo wir uns hinter verstecken können. Erstmal dahinter. Hier gibt es ein paar Unannehmlichkeiten zu bereinigen. Aber es sind Elite-Gegner. Juhu. Das ist natürlich so eine Sache. Aber nun sind wir hier, würde ich sagen. Und ich bin zu weit oben. Und der zielt schon auf mich. Ja, die müssen eigentlich erstmal in Deckung. Ich weiß nicht, wann ich als letztes gespeichert habe. Nicht so ideal. Verstanden. Überhaupt nicht ideal. Kann sein, dass ich gleich nochmal neu laden muss, weil das ist extrem gefährlich. Ja. Was ich jetzt hier gerade machen muss. Und Chris steht halt da offen. Und das ist ein Elite-Gegner. Der wirft erstmal eine Granate. Nee, hilft nichts. Da muss ich nochmal. Ja. Weiß nicht, wann ich gespeichert habe, leider. Ach, als ich da oben. Ach nee, ich habe gerade eben gespeichert. Ja. Ich habe noch einiges mehr an AP im Petto. Ja. Wenn ich die Rucksäcke ablege. Yeah. Das ist natürlich schon mal ein großer Vorteil. Ja. Yeah. Ja, ich glaube, dann hilft's nichts. Dann muss ich ihn erstmal angreifen, aber ich weiß nicht. Ich sehe jetzt noch keine anderen, aber die anderen werden gleich kommen. Schätze ich mal. Aber ich kann mich nicht zuerst in Deckung bewegen. Nicht wirklich. Gott, und er trifft nicht mal. Ja. Ja, genau. Er muss hier noch so einen Quatsch machen und sich da hinstellen und mit einer Hand schießen.
Und Amus kann nicht schießen. Na, mal gucken. Jetzt wieder nur eine. Ja. Zeit für ein Kämpfchen. Ah, nee. Ja. Scharfschütze. Wann habe ich den großen Speicherpunkt? War das nach dem Einkauf? Ich glaube nicht. Natürlich nicht. Ich kann sie auch weglaufen lassen, aber das drückt die Moral. Die können das, die würden das auch hinkriegen, wenn die in Deckung wären, aber sie stehen halt hier auf dem Präsentierteller. Das ist das Problem. Hier. Ich klappt's ja doch dann ohne Rucksäcke. Ja. Ja. Okay, jetzt sieht schon mal viel besser aus, würde ich sagen. Hier. Chris ja. Sieht ihn. Hier. Chris wird ihm eine Ladung aus mehreren Kugeln bescheren. Super. Das war wirklich super. Und wir gucken mal aus dem Versteck. Sehen erstmal noch nichts, aber er müsste was sehen können. Ja, er kann was sehen. Bleib unten, würde ich sagen. Ja. Du guckst auch nochmal. Blickwinkel leicht anders. Bleib unten. Hier. Okay. Das wird kein Burst. Zielter Schuss daneben. Hier. Sieht nichts mehr. Okay. Auch an der Stelle könnten wir immer noch fliehen zur Not. Also speichere ich und lasse sie weiterkommen. Wir haben noch nicht alle absolviert. Dass mir also keiner unvorsichtig wird. Ein Team aus 7 Elite-Söldnern. Hier gibt es ein paar Unannehmlichkeiten zu bereinigen. Okay, Chris darf. Chris kann... Ah, der muss repetieren. Aber... Ich will jetzt mal lieber
genau zielen. Oh, da sieht er gleich ein paar mehr. Wie viel habe ich gesagt? 7 sind es noch. 1, 2, 3, 4, 5 sind das hier, die liegen. Hier vorne müsste noch einer sein. Kannst schon mal anlegen, würde ich sagen. Und Grizzly auch. Wenn die jetzt anstürmen. Hier ist entschieden zu viel Blei in der Luft. Zielobjekt in Sicht. Den hast du doch gerade schon gesehen. Ja. So, Grizzly hat eine Unterbrechung. Grizzly trifft nicht. Grizzly trifft nochmal nicht. Amus hat eine Unterbrechung. Amus kann er da nicht gut schießen. Zielobjekt in Sicht. Der ist neu, glaube ich. Jetzt. Zielobjekt in Sicht. Zielobjekt in Sicht. Das sind alle 7. So. Ja. So, sollen wir mal ausprobieren? Was die Mörsergranate kann. Unser einzige. Aber das sind alles Elite. Das ist unsere einzige Mörsergranate. Probier es aus. Ja, läuft doch. Jetzt kann er sich abducken. Hier. Das sieht ihn schon nicht mehr. Weil der so ein enges Sichtfeld hat. Wie man hier sieht. Ei. Hier, verdammt. Vakuumgranate. Ja. Hat denen die AP geraubt. Nicht gut. Ich denke, da können wir nur neu laden und hoffen, dass er jetzt nicht nochmal eine Vakuumgranate wirft. Sag mal, wann habe ich gespeichert? Ja. Anscheinend bevor ich geguckt habe. Nicht gut. Auch nicht gut. Ja. Aber das sorgt zumindest dafür, dass der gesamte Ablauf sehr anders wird. Ja. So. Leg mal an und guck in die Richtung, dann siehst du vielleicht schon was. Ja. Den da. Mal gleich eine Überraschungskugel verpassen. Zielobjekt in Sicht. Zielobjekt in Sicht. Hier. So, dem geht's noch sehr gut. Ich werde mal versuchen, dem einen Kopfschuss zu verpassen. Das klappt auch. Super. Mit so einem Scharfschützengewehr und einer Sniper-Spezialisierung. Zielobjekt in Sicht. Da ist er tatsächlich zurückgerannt. Zielobjekt in Sicht. Und der hier ist verletzt, der da am Boden liegt. Verdammter Mist! Hier ist entschieden zu viel Blei in der Luft.
Die haben aber alle Sturmgewehre, die ich jetzt da sehe. Hier. Wenn ich das richtig sehe, den werde ich nicht angreifen. Muss mal wieder. Oh. Keine Muni mehr. Ja, jetzt muss er richtig nachladen. Ich habe nur so wenig Kugeln. Hier. Aber jetzt haben sie Schiss. Jetzt haben sie Schiss. Deswegen halten sie sich fern. Ja. Ja, jetzt nicht mehr. Ach, Grizzly, so schlecht bist du doch gar nicht vom Schießen. Geht doch. Ich habe nicht mal auf den Kopf gezielt, aber Kopfschuss war's. Verdammter Mist. Kopftreffer war's. Ja. Nee, Chris kann die Unterbrechung nicht gebrauchen. Dafür kostet das zu viel. Hier. So, der ist jetzt verwundet. Wir nehmen uns den hier. Den starken. Daneben. Versuchen es nochmal auf den Torso. Okay. Ja. Getroffen. Vom Grizzly. Warum sieht denn den Hamus nicht? Der ist näher dran und sieht den nicht. Wegen der Steine hier irgendwie. Wenn ich Hamus aufstehen lasse, sieht er den. Nicht! Jetzt sieht er aber was. Und schießt erstmal irgendwo ins Nirgendwo. Vielleicht sollte ich mal die SKS probieren bei ihm. Oh, der ruft Verstärkung. Verdammter Mist. Nicht, dass die Gruppe aus dem Norden auch Elite-Söldner sind. Wird nicht besser. Mit der SKS. Ja. So, jetzt beim Grizzly nutze ich jetzt nochmal die Granate für die Mitte. Das ging überhaupt nicht dahin, wo ich hingeschossen habe, aber am Ende hat es alle umgehauen. Von daher beschwere ich mich nicht. Versuch mal mit der. Oh nein. Hier. Sehr schön. Der ist noch sehr gut. Den werden wir mal versuchen. Ging daneben, das ist überhaupt nicht gut. Ja. Grizzly sieht ihn auch. Aber Grizzly ist Grizzly mag nicht treffen. Unterbrechung für Hamus. Sie brauchen Kugeln. 20. Tamus kann nicht treffen. Verdammter Mist. Verdammter Mist. Die Chris immer aufregt. Hier. Die ist auch stark. Die muss weg. Warum trifft denn Chris auf einmal nicht mehr?
wenigstens trifft Tamus. Ja. Der ist jetzt nah genug dran, oder wie? Der blutet da alles voll. Verdammter Mist. Und die traut sich zum Glück nicht in den Einsatz. Hier. Die einzige, die noch stark ist. Keine Muni mehr. Chris trifft nichts mehr. Jetzt hat er alles verschossen gleich. Dann brauche ich neue Kugeln von der Sorte. Gut, dass ich das mal ausprobiert habe, würde ich sagen. Verwundet. Der ist wichtiger. Tamus trifft erneut. Ja. Jetzt ist er auch schlecht. Das klang sehr metallisch. Ah, auf die Fässer. Die Fässer hat er getroffen. Ja. Hier. So Chris, wenn du immer nicht triffst, würde ich sagen, versuch's mal mit dem Torso. Ja. Auf einmal trifft er einfach nichts mehr. Dass Grizzly nicht trifft, obwohl er eine gute Treffsicherheit und eine gute Waffe hat. Okay. Und Tamus. Verdammter Mist. Aber bei Chris ist es halt wirklich ärgerlich. Ne. Ja. Hier. Die sind doch alle gut verletzt. Die einzige ist die hier. Endlich. Es geht los, da sind sie. Tatsächlich. Hier. Da sind sie. Chris macht da weiter, wo er aufgehört hat. Mist. Die ist immer noch die gefährlichste als nur Verwundete. Hat immer noch die meisten Aktionspunkte, aber sie bleibt hier. Oh. Fest angewurzelt. Das Ding ist nicht schlecht. Ja, das Ding ist wirklich nicht schlecht. Wenn du denn damit triffst. Er dreht den Gegnern den Rücken zu. Ja. Lässiger Typ, würde ich sagen. So, vier sind's noch. Vier sind tot. Okay. Das sind alle, die noch da sind. Jetzt ist der kritisch. Ja. Hier. Das würde ich sagen. Wir mal die Waffe wechseln. Ein bisschen öfter schießen. Super. Ich nix kann es sehr nix. Siehst nur den Kopf? Dann schieß auf den Kopf. Ja.
Von hier aus kann ich nicht richtig zielen. Liegt's vielleicht daran, dass sie immer daneben schießen? Und vorhin hat's das nicht richtig angesagt? Vermuten jetzt. Ja. Scheinen sie zu fliehen? Hier. Sie nur noch zu dritt und verletzt sind. Aber vielleicht kommen sie doch nochmal zurück. Ja. Mit denen, da würde ich jetzt nicht hinterherrennen. Verdammt. Ja. Da ist er wieder. Liegt doch nicht. Hat er sich gesagt. Nee, ich flieh doch nicht. Hier. Operation gelungen. Patient tot. Hier. So. Ja. Ja. Ich schau mal. Oh nein, nicht dahin gehen. Hier. Naja, wenn du schon da bist, ich schau mal durchs Zielfernrohr. Da sind die beiden. Kritisch, kritisch. Die sind jetzt am Wegsterben. Können auch beide nicht zielen. Den kann ich vorrücken. Ja. Okay. Es geht los. Ja, und Chris behält den Überblick. Ja. Kann Grizzly schon mal schießen? Ah, der ist wieder durch seine Deckung verschwunden. Niemand zielt hier in die Richtung. Das heißt, ich kann mit ihm vorrücken. Denkst du? Glück gehabt. Glück gehabt, dass nichts Schlimmeres passiert ist. Ja. So. Nee, die Runde ist um. Hier. Die Runde ist um. Jetzt hauen sie wieder ab. Ja. Ich denke, ich doch noch versuchen, sie zu verfolgen. Ja. Weit kommst du? Bis dahin kommst du nicht. Geh erstmal dahin. Wie weit kann Chris noch gucken? Hier. Ich glaube, der muss jetzt auch vor. Genau. Jetzt kann er nicht mehr gucken. Kann er nicht mehr scouten. Du sollst dich nicht drehen. Was machst du da? Ach so, es reicht nicht zum Anvisieren. Hier. Der guckt leider in meine Richtung. Das ist leider gefährlich. Ja.
Naja, hilft ja nichts. Ich muss jetzt hinterher, sonst sind sie weg. Verdammt. Den siehst du schon mal? Den anderen nicht. Verdammt. Da ist der andere. Hat nicht geschossen. Hier. Mann, du sollst nicht die Position wechseln. Jetzt kann er wieder nicht mehr. Hier. Okay, der andere ist irgendwo hier. Ja. Verdammt. Er ist da noch. Na komm. Wenn die nur mal treffen würden, aber ist ja auch nicht. Hier. Keine Muni mehr. Hier. Nicht mehr so wirklich Lust hier zu warten. So, hier ist alles offen, das Gelände. Hier. Ja. Verdammt. Das war's dann mit den Zielobjekten. Die letzten in diesem Sektor. Okay. Gut, würde ich sagen. Das ist erledigt. Können wir gucken, was sie fallen lassen haben als Elite-Söldner, ob wir da was mitnehmen können. Ja, wir heben erstmal unsere Rucksäcke auf, bevor wir hier... Da habe ich mich verdrückt. Natürlich habe ich mich verdrückt. So, und dann sah es aber nicht so aus. Oh, ein Scharfschützengewehr. Die Parker Hale, und zwar mit Lasermodul. Ist es mit integriertem? Sieht nicht so aus. Sieht aus, als bräuchte das noch ein. Oh, sein Scharfschützengewehr ist tatsächlich sogar ein bisschen besser. Naja. Geht so. Braucht halt 18 AP, die braucht 19 AP und die ist wesentlich leichter. Und ich habe ein bisschen übertrieben, was meine Munition betraf. Sieht eigentlich noch ganz gut aus. Eine Hose. Erstmal Grizzly nehmen. Ihre Hose packen wir ein. Lasermodul. Kommt auf Chris. Scharfschützengewehr. Jetzt ist es noch besser. Nehmen das auf jeden Fall mit. Guardian West ist auch gut. Kevlarhelm und Varonhelm. Alles gut. Nicht Kevlarhelm, sondern Spektrahelm. Beinprotektoren. Besser als nix, aber nicht nur für Kinder geeignet.
Besser als nix, aber jetzt auch nicht der Hit. Kann man halt auch in die Tasche stecken. Und noch eine weitere Gasmaske. Hat denn hier noch keine? Ich denke mal, er hat noch keine. Richtig. Gut, den Rest müssen wir dann eh aufsammeln. Wenn sich die Gelegenheit ergibt. Bisschen was kann ich noch mitnehmen? Ein freies Täschchen. Das noch so tragen, aber wenn sie keine Waffe halten. Und ungünstigerweise sind halt hier Gegner. Und das sind möglicherweise auch Elite-Gegner. Was sagt denn die Zeit? Die Zeit sagt 0:06 Uhr. Ja, können wir noch machen, die Gegner dort. Dann würde ich das ablegen wieder, was ich jetzt hier dabei habe, und die Milizen mit rüberholen. Und dann sind es nochmal 8. Wenn das auch Elite sind, kann das recht gefährlich werden. Aber wir brauchen auf jeden Fall die Mine bald wieder zurück, denn das kostet uns sehr viel Geld. Die Mine ist halt nämlich die Stelle, wo es Einkommen gibt, und ohne Mine macht Grum überhaupt kein Einkommen. Das heißt, sie kommen wieder zurück, haben jetzt eine super Moral. Und dann schauen wir mal, ob das auch gegen Elite-Gegner sind. Und ich hoffe nicht, dann wird das nicht so ein Problem. Ach, sie sind wieder raus. Sie sind wieder raus, damit habe ich den Sektor wieder. Gut. Dann lege ich mal den Kram wieder ab, den ich jetzt mit rüber geschleppt habe. Den Kram, den ich jetzt nur eingesteckt habe, damit der irgendwie mitkommt. Da gibt es garantiert noch Interessenten an diesen. Dingen. Kann ich auch da reinlegen. Muss ich mir merken, hier sind noch gute Sachen. Hier liegen noch gute Sachen. Jetzt ist es auch ein Katzensprung zu den anderen Söldnern. Eigentlich ist es totaler Blödsinn, diese guten Sachen jetzt hier liegen zu lassen und nicht gleich rüberzubringen, weil man ist ja in 5 Minuten drüben.
ich habe cleverer umgeschichtet. Nein, die Gürteltasche noch mit. Da eh schon zwei liegen. Ich hier. Ich nix wissen, was tun. So, jetzt können wir das verteilen. Hier liegen schon Gürteltaschen. Wir haben eine tolle Guardian-Weste. Das muss repariert werden. Impfgasgranate ist relativ egal. Grizzly hat noch diese tolle Weste, die auch repariert werden muss. Chris hat ein weiteres Scharfschützengewehr. Diese tolle Kleidung. Genau, so. Wer hat jetzt hier schlechtere Ausrüstung? Dwaronhelm. Dwaronhelm ist halt schon gut. Die hat was Schlechteres. Da. Guckt jetzt erstmal schlechter die andere Kleidung, aber ist tatsächlich dann am Ende besser. Der Spektra-Helm ist insgesamt besser. Der DSM-Helm. Ich glaube dann vergleichen hier zwischen dem und dem. Der hat 27, 70, 15. Der hat 26. Die Zerfallrate ist geringer bei dem Dwaronhelm. Ja gut. Kein Beinbruch, würde ich sagen. Hosen gibt es, glaube ich, einige noch ohne. Genau, aus der Support-Gruppe. Alle. Und wir hatten noch jemanden mit den Beinprotektoren. Auch besser als nichts. Die. Der Biff. Gewicht, sage ich da mal. Genau. So, Guardian Weste, ich glaube, da sind auch die schon gut ausgestattet. Da kann ich nicht mehr helfen mit. Denn hier besser. Eigentlich der Feldanzug. Der hat mehr Abdeckung. Ja, wobei die Rüstung halt bei der Guardian Weste besser ist. Ach so, der DSM-Helm hat. Der ist doch besser als ein Dwaron-Helm. Na, schauen wir nochmal. Der hat noch Dwaron. Trevor zum Beispiel. Dann tauschen wir das. Dwaron gegen DSM. Der ist leicht beschädigt, aber Trevor repariert ja eh gerade. So, und dann haben wir noch ein Scharfschützengewehr aufgegabelt. Der hat denn Dimitri. Der hat einen Karabiner.
Das Ding natürlich besser. Habe ich dafür Munition noch? Das müsste diese sein. Ja. Die und die auch. Das ist alles der gleiche Typ. Da muss ich mal umkonvertieren und dann kriegt jetzt Dimitri davon was. Dimitri ist jetzt Aushilfsscharfschütze oder was? Eine gute Idee. Mal die SKS wegtun. Besser als dieser Karabiner. Behaupte ich mal. So. Ne, da ist auch kein integriertes Zielfernrohr. Ja, umkonvertieren ist natürlich auch ein bisschen nervig. Aber besser jetzt als im Kampf. Da kostet es dann wieder richtig AP. So. Können wir bei Chris nochmal gucken. Dass wir seine Munition mit dem Rest davon auffüllen. Sehr gut. Okay. Ich denke, das können wir so lassen. Die sind ja auch gut ausgestattet. Das sieht zwar Varonweste vielleicht schlechter. Tatsächlich sogar besser. Die Guardian-Weste, weil sie mehr Abdeckung hat. Von den Werten hier gleich. Im Vergleich zu dem Kampfwester hat halt noch Tarnung. Da ist die Kampfweste schon irgendwie besser. Okay. So, jetzt sind die wieder weggelaufen. Die Fiesen.
kann ich mich wieder auf den eigentlichen Weg machen, dahin zu gehen. Oder ich versuche sie zu jagen, aber wahrscheinlich sind die dann, kommen dann nicht wirklich hinterher, glaube ich. Ja. Geht auch nicht. Hier ist zwar ein X, aber ich kann nicht doppelklicken. Das heißt, ich kann da nicht wirklich hingehen. Ist das hier vielleicht das gleiche? Ja, hier ist es das gleiche. Kann man den Sektor auch nicht wirklich besuchen. Okay. Gut, dann bleibt es erstmal so. Dann könnte ich mit denen tatsächlich hinterhergehen und schon mal so ein bisschen Aufklärung machen auf dem Weg. Wobei Chris eine ganz gute Führungsqualität hat. Der könnte auch schon mal anfangen, Milizen zu trainieren. Zumindest zusammen mit Grizzly irgendwie. Im Nebensektor, damit die hier gleichzeitig recht schnell fertig werden. Ich bin da, wo ich sein soll. Gut, dann machen wir das. Da richtig ausgewählt, Hamus. Ah, der kann gar keine Miliz trainieren, deswegen wurde der nicht ausgewählt. Du kannst weiter. Kraft, brauchst du mehr Kraft? Zum Tragen. Hier schleichen noch welche rum, Kumpel. Wäre ratsam, sie genau im Auge zu behalten. Die kamen ja jetzt sehr schnell in den Sektor rein. Bin mir jetzt gar nicht sicher, ob das die sind, die hier oben. Die sind, glaube ich, nach hier gewandert. Die sind jetzt wieder neu. Wobei, das waren auch 8. Und das sind 9. Ja gut, dann machen wir die. Dieses Mal mit Milizunterstützung. Mal gucken, ob die wieder alle sterben. Eieiei, okay, sie kommen auf jeden Fall. Auf jeden Fall von Osten wieder. Die machen wir noch. Ja. Und danach geht's ins Bett. Ich komme auch gar nicht an den Rucksack dran. Da sind die Gangster. Ich sehe sie. Da sind die Gangster, ja. Das sind aber auch nur Rothemden. Deswegen hat er wahrscheinlich auch nicht getroffen. Was hat jetzt 9 gekostet? Was hat jetzt das Hinding gekostet? Komisch. Gute Idee. Was denn? Das mit dem ins Bett gehen? Ja, denke, es ist Zeit dann. Ja. Aber erst noch 8 Gegner besiegen. Du solltest es nicht ablegen. Du sollst es nicht werfen. Auf den Boden legen. Ah. Darum. Schön. Bei ihm hat es jetzt 6 gekostet, sich hinzuhocken. Also manchmal ist komisch. Dass manchmal irgendwie mehr kostet.
sind ja jetzt nur zwei. Da können wieder welche von hier kommen, aber die würde ich ja sehen. Die können nicht von dort kommen, weil die durch die Milizen sehe ich die. Ah, vergessen abzulegen. Sie kann auch nicht mehr. Gut. Das hat ein schöner Treffen abgeben können. Mein Angst ist erwacht. Ich fürchte mich vor dem Sterben. Das war wahrscheinlich ein Elite-Söldner, der gerade Unterdrückungsfeuer gemacht hat, denn da sind ein paar Elite-Söldner dabei. Schade, dass du dreimal daneben geschossen hast. Wäre nicht schlecht gewesen, dem Elite-Söldner schon was zum Nachdenken zu geben. So. Abgelegt. Ja. Unterdrückungsfeuer abbekommen. Fucking hell. Aber ein Trevor gab's. Für Trevor. Genau, die haben sich jetzt alle hingelegt wegen des Unterdrückungsfeuers. Ich gehe mit den Alex ist halt schon durch. Ja. Okay. Genau, den hier will ich beobachten können. Beziehungsweise angreifen können. Deswegen gehe ich weiter runter. Wirft er erstmal eine Granate hin. Was ja gar nicht so verkehrt ist, weil es dafür sorgt, dass die Miliz gedeckt ist. Oder in Deckung. Sie liegt flach auf dem Boden, kann nicht mehr so gut getroffen werden. Telefoniert erstmal mit Mama. Bleibt dann da stehen. Sehr clever. Nah dran, würde ich sagen. Ja. Sehen weiterhin nichts. Alex soll auch rüberkommen. Den da hinten, ist aber egal. Ja. Da wird jetzt interessant, was die hier sehen. Flo sieht nix. Ja, jetzt sieht sie jemanden. Dann versuch's doch mal bei dem. Übung macht den Meister. Ja. Gehen wir in Reihenfolge vor. Wieder. Vom schlechtesten zum besten. Der war nicht schlecht und er kann sie nicht mehr hinlegen. Da habe ich nicht mitgedacht. Nicht aufgepasst, dass er so viele Aktionspunkte verliert. Wird auch beschossen, der Biff. Schöne Treffen abgeben können. Aber nicht getroffen. Ja, der steht da auch so schön rum, der wird bestimmt gleich von eigenen Leuten getroffen. Der war gut. Der war auch richtig gut.
Ja, die Milizen stellen sich dieses Mal gar nicht so doof an. Sie geht mal lieber noch einen Schritt vor. Wenn ich die Hauskante trifft. Ja. Er als letztes. Erstmal Biff. Wobei ich damit rechne, dass hier jemand aufs Dach steigt, der hier nämlich lang gelaufen ist. Der ist ja noch unverletzt. Ja. Kritisch. Ich hoffe, meine Ohren flunken mir was vor. Da hat sie eine Miliz umgehauen. Oh, den Elite haben sie ausgenockt. Und den auch. Ja. So, welcher... Stehen alle noch? Stehen noch immer alle? Interessant ist. Fast außergewöhnlich. Ich stelle ihn mal ganz hin. Wegen dem hier, dem anderen hier. Der ist einfach weg. Ich gehe jetzt mit Biff mal ein bisschen zurück und versuche hier zu decken. Sehr gut, Flo. So, Alex und Dimitri stehen dafür jetzt schlecht. Das heißt, die können schnell vor. Jetzt sehen die auch den, sieht sie auch den da und mehr nicht. Ja. Verdammte Scheiße. Verdammte Scheiße? Achso, der sieht den da unten noch. Ja, das ist okay. Probier doch mal dein Scharfschützengewehr aus, würde ich sagen. Eieieiei. Ja, da ist halt kein Zielfernrohr drauf, ne? So bringt das nix. So, haben alle schon? Ja. Nee, Trevor noch nicht. Trevor wird ihn ja jetzt umhauen. Ne? Macht er nicht. Da ist noch irgendwo einer, den ich noch nicht gesehen habe. Und das ist garantiert ein Elite. So, und der ist jetzt hier aufs Dach gekommen. Unterbrechung für Flo und Trevor. Trevor kann auch was machen mit der Pistole. Dachte ich. Aber er liegt falsch. Ja. Und noch einer. Den. Für den liegt er aber richtig. Dann gebe ich ihm gleich mal einen Kopfschuss, würde ich sagen. Ah.
war auch ein schönes Unterdrückungsfeuer. Ja. Irgendwo hier muss noch jemand sein. Oder das ist der, der jetzt hochgekommen ist. Und dadurch, dass der enttarnt hat, ist, konnten wir den bisher nicht sehen. Das könnte auch möglich sein. So, ist das eine Schrotflinte? Was ist denn da? Selbst Ladeflinte. Schaden 39. Hört sich nicht schlecht an. Aber halt viel AP kostet das Ding. Versuch's doch mal. Direkt vor ihm. Soldat am Torso getroffen, verliert einen Punkt maximaler Gesundheit. Soldat am Torso getroffen, verliert 4 Punkte maximaler Gesundheit. Oh. War doch gar nicht so schlecht für Flo, würde ich sagen. Das Ding hat 0 AP. Das setze ich jetzt hier ein. Drehen, schießen. Nochmal schießen. Und hinlegen. So, ich hoffe, Biff kriegt auch was auf die Reihe. Nimm mal die dicke Wumme. Gut. Kann sie nicht mehr hinlegen. Ja. Ja toll, am Ende hängt es wieder an Trevor. Das ist aber nicht so gut. Kriegt er wieder die Kills. Right on. Soll er ja gar nicht. Oh, fucking hell. Ja, der ist egal, der ist so weit weg. Gut, der bewegt sich, glaube ich, jetzt nicht mehr. Ah, ich habe Dimitri vergessen. Da ist jetzt die erste Miliz gestorben hier. Ja. Biff. Nimm doch nochmal die hier. Und putze den weg. Stirbt. Reicht. Das reicht. Kümmern wir uns um andere. Flo. Du siehst wieder den da unten. Kannst den nicht treffen. Dann geht die Flo ein bisschen nach vorn. Vielleicht in der nächsten Runde treffen. Siehst du den da? Nee. Könnte sein, dass der jetzt gleich da hochkommt. Deswegen will ich mit Alex lieber sichern. Ja. Trevor könnte jetzt mal den da aus dem Spiel nehmen. Hab dich, du Hundswort. Dann unterstützt er dort ein bisschen. Ja. Dimitri. Den siehst du dann nicht. Das ist aber schade. Jetzt siehst du ihn. Ah.
Es war auch sehr klug von dem Gegner, sich da hinzustellen. Damit er ein besseres Ziel abgibt. Ja. Auch für Dimitri. Leider trifft er nicht. Oh, Flo könnte was ganz Grausames machen und den hier einfach erschlagen. Würde sie den Kill kriegen. Ich mache Fortschritte. Super, Flo. Beweglichkeit gewonnen. So, Entdeckung. Dann sind es, glaube ich, nur noch die beiden, oder? Drei sind es noch. Ja, der hier unten, klar. Die drei, alle sehe ich. Ja. Das heißt, ich kann... Sieht die... Oh, fucking hell. Den immer noch nicht, dachte ich gerade. Gut. Bleibst du dort? Alex schützt dich. Biff rennt nach vorn. Ja. Dann war's das. Noch ein toter Miliz. Ich hoffe, meine Ohren flunken mir was vor. Nicht so gut. Hey, nun liegt er, ne? Ja. Nun liegt er am Boden. So, Flo. Flo kann noch mehr Einsatz zeigen. Gleich. Biff. Mit Alex versuche ich es jetzt schon mal. Versuche ich jetzt schon mal, den Doofkopf da zu treffen. Bei diesem Schuss bin ich mir aber nicht allzu sicher. Du musst in den Kopf schießen. Das war sehr, sehr gut, Alex. Jetzt kannst du dich wieder in Deckung begeben. Ja. Der ist quasi schon eh schon tot. Nicht mal um den da kümmern. Der da rechts ist und einfach die Milizen ausschaltet. Das ist nämlich nicht in Ordnung. Der ist nämlich noch topfit. Okay, dem geht's immer noch gut, aber ja. Trevor kann das hoffentlich ändern. Der ist, glaube ich, in Pistolenreichweite. Yep, Beharrlichkeit zahlt sich aus. Der macht diese Runde gar nichts, würde ich sagen. Ja. Das haben die Milizen hinbekommen. Und jetzt kann hier Flo nochmal zeigen, was sie so drauf hat, würde ich sagen. Ja. Oh mon Dieu, das war mehr befriedigend als ein Orgasmus. Und für uns. Alle Feinde platt gemacht. Flo. Mensch, diese Flo. Da wurden viele Milizen befördert, 4 Stück. Und ich habe nur 2 verloren, glaube ich. Von daher hat sich das, glaube ich, gelohnt. Ja, schon wieder Rotten Man hier.
Jetzt liegt hier schon wieder so viel rum. Muss ich erstmal wieder gucken, was da alles rumliegt. Varonhelme. Ach ja, die Rucksäcke erstmal wieder aufheben. Natürlich vergessen die Kombination. Wenn ich die laut sage, dann könnt ihr die euch merken, dann könnt ihr mir die beim nächsten Mal ansagen. STRG, Shift und F. So. Liegt irgendwas Spannendes rum? Eine Lore? Ich weiß nicht, ob die schon vorher rumlag. Die Lore? Ansonsten sieht es echt nicht dolle aus, was sie da gedroppt haben. Da ist, glaube ich, nichts Interessantes dabei. Ja, außer die Magazine hier. Die kann ich in den Laster stecken. Das ist Match-Munition. Wow. Match-Munition von der Sorte. Das ist sehr gut. Genau, die Magazine kann ich einpacken. Die sind nützlich. Aber sonst... sehe ich jetzt nichts. Was Jubelsprünge rechtfertigen würde. Aber es war ja auch bis auf einen nur eine rote Truppe. Keine starken Gegner. Okay. So. Schluss an der Stelle. Viertel vor eins. Ja, hat Spaß gemacht. Wir haben uns nur wieder um Gramm herumgetrieben. Also Gramm ist groß, zählt weiterhin. Ich werde der Folge trotzdem noch einen anderen Titel geben. Aufräumen in Gramm, das ist, glaube ich, ein ganz guter Titel. Es sei denn, ihr habt jetzt noch eine bessere Idee, spontan. Solltet ihr noch wach sein? ja, also es muss hier noch weiter Milizen trainiert werden. Das ist klar. Das werde ich auch Offstream machen, denke ich. Ist jetzt unspannend, würde ich sagen. Zumindest so lange, bis da wieder Gegner kommen. Sollten da nochmal Gegner kommen, würde ich halt an der Stelle speichern und dann beim nächsten Mal da weiterspielen. Ich hoffe, die Gegnerwellen enden jetzt demnächst mal. Und ich kann mal in Ruhe die Milizen zu Ende trainieren. Und dann auch weiterziehen. Aber wir sind, glaube ich, auf einem guten Weg. Die Gegnertruppen werden kleiner. Sie sind leichter zu besiegen gewesen. Wahrscheinlich wäre es schwerer gewesen, wären die beiden Truppen hier von Norden und Süden zusammengezogen. Und dann beide da, hätten die beide da angegriffen. Mit den Elite-Söldnern zusammen. Dann wäre das sicherlich nochmal eine andere Hausnummer geworden, aber das haben wir ja im Voraus ganz gut abgeräumt, nachdem wir nochmal neu geladen haben. Aber dann ohne Rucksäcke und mit schnell in Deckung gehen, hat es gut geklappt. Genau. Okay. Ja, dann würde ich an der Stelle Schluss machen. Ich bedanke mich für eure Texte, für das Dabeisein, fürs Mitschreiben, fürs Mitschauen, für die Bits und das Abo von Thürerwall. Und dann wünsche ich euch eine gute Nacht. Schlaft gut weiter, falls ihr es schon tut. Und dann sehen wir uns vielleicht schon in den nächsten Tagen nochmal. Also ich merke, stimmlich ist es okay, denke ich. Also jetzt am Abend zumindest. Mir tut nichts weh. Von daher, vielleicht machen wir morgen, übermorgen nochmal weiter. Und spielen noch schnell zu Ende, bevor Jagged Alliance 3 am Freitag rauskommt. Na. Wenn Grum groß ist, was ist dann Meduna?
Ja, gut. Danke euch. Ich mache aus, ich speichere. Dann schauen wir gleich nochmal wegen eines Raids. Habe ich gespeichert? Habe ich richtig gespeichert? Habe ich richtig gespeichert. Also so ganz schnell aus geht's ja immer nicht bei mir. Ich sag immer schon tschüss und dann stelle ich fest, ah, ich muss ja noch einen Raid raussuchen. Und hier und da. Und dann dauert es immer noch kurz. Falls es denn ein Raid-Ziel überhaupt gibt, um 10 vor 1. Soon wäre eine Möglichkeit. Aber ich schaue jetzt mal nach Jagged Alliance. Ist tatsächlich sogar jemand live. Blood Raven 40k spielt sogar auf Deutsch Jagged Alliance 2. Also raiden wir zu Blood Raven 40k. Raiden zu Blood Raven 40k. So. Und ich sage jetzt nochmal vielen Dank. Ganz langsam sage ich dann bis bald. Und schlaf gut. Und tschüss.